Hallo. Ja, ich wollte euch mal zeigen, was ich aus dem Garn gehäkelt habe, was ich in Action vor, ich glaube, mittlerweile 4 Monaten gekauft habe. Die sind schon etwas länger jetzt fertig. Nur bin ich noch nicht dazu gekommen, die mal zu zeigen oder abzufilmen. Das war ja dieses Espen oder Aspen Garn vom Action, wo ein Knäuel 137 Meter hatte und ich glaube 1,99 gekostet hat, irgendwie so. Und daraus habe ich diese zwei Sterndecken gehäkelt. Und die sind wirklich riesig geworden. Also der kleine hier, der rote, ist so um die 65 cm von Spitze zu Spitze. Und der große, den ich jetzt hier gar nicht mehr raufkriege, also von Spitze zu Spitze da drüben, der ist um die 90 cm im Durchmesser. Und das ging wirklich wieder super schnell. Das sind jetzt die zwei roten Knäule. Und gehäkelt habe ich das Ganze mit einer 10er Nadel. Und das war dieses super flauschige. Boah, das ist so toll anzufassen. Schade ist nur, dass das per Handwäsche, aber ich gehe mal schwer davon aus, weil sonst die Wolle leiden würde. Und ich habe gedacht, so als Hingucker im Zimmer, als zusätzlichen Teppichauflage oder auch als Babydecke, weil die sind auch sehr schön dehnbar, man das Baby jetzt da so mit einkuschelt oder so, fand ich sehr, sehr niedlich. Und den blauen, also der rote war aus zwei Knäueln jetzt gemacht und das blau-grün, das ist aus drei Knäueln. Das wirkt in der Kamera jetzt nicht so hübsch, aber das ist ein tolles Grün hier in der Mitte. Und nach außen halt dieses schöne Blau. Und ich fand das echt hübsch. Und so schön flauschig. Ich kann das ständig anfassen, so den ganzen Tag am besten. Ja. Wollte ich euch nur mal eben zeigen, was ich so draus gezaubert habe. Das war's, bis dahin.